Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden. Wie lange denn noch? Ich brauche ein bisschen mehr, aber danke vielmals. Er ist sicher vielleicht froh drum, der gerade reinfällt. Kann man es sich noch geben. Super. Alright, also, ich bin jetzt auf Einsiedler gefahren und wollte wieder mal ein First-Person-View-Foto-Video machen. Dementsprechend Kamera eingepackt. Ich habe heute meine Alpha 1 dabei. Ich möchte aber in Einsiedeln, was eine Altstadt hat, wo viele kleine Gässchen hat und ein Kloster und so weiter, wo sich eigentlich ein weitwinkliges Fotografieren anbieten würde, mehr ein bisschen in Richtung von komprimierter Fotografie gehen. Also ich habe 135 noch dabei, das packen wir jetzt gerade mal schnell aus. Mal schauen. Also einerseits GoPro, den filmen wir nachher dran. Und andererseits habe ich dann eben da. Mein 135. Also das heisst, es ist mehr oder weniger komprimiert. Von dem her probieren wir das da mal drauf zu tun. Bin gespannt, das Wetter. Ihr seht es hinter mir, das ist leider nicht ganz so top. Aber ja, was wollen wir machen? Wir machen das Beste draus und ich bin gespannt, was für Bilder das muss holen. Also, let's go. Tun wir mal GoPro anschnallen und dann let's go. So, also, machen wir uns bereit. Sony Alpha 1 mit 135mm, 1.8. Ich bin gespannt, was wir da hier machen können. Gut, da haben wir noch die A74. Und mit der versuche ich heute noch ein bisschen zu vloggen. Probieren wir jetzt gerade mal, ob das so funktioniert. Mal schnell schauen. Alright, da haben wir gut, also die Stabilisierung ist drin, alles relativ eng, jetzt bin ich gespannt, warte mal, genau, die Kamera da noch einrichten, also eben so, plus minus, sehr gut, also gut, ich mache das noch nicht so viel, dementsprechend some Hiccups, okay, aber jetzt müssen wir als allererstes noch das Parkticket lösen. Das Schöne in der Schweiz ist, man kann hier mit Twint kommen und dann hat man da so QR-Codes und dann kann man sagen, wie lange man da ist. Ich sage jetzt, ich bin mal etwa bis um 6 Uhr da und dann kaufe ich jetzt das Parkticket. Kaufen. Ich das Ganze mal öffnen, das mal bestätigen. So. Und falls ich frühzeitig fertig wäre, kann ich das Ganze abbrechen und komme sogar wieder ein bisschen Geld darüber. Alright, also, Einsiedeln, was ich vorhin gemeint habe. Einerseits würde es sich super gut anbieten, um da ganz weitwinklig fotografieren. Aber wie gesagt, die Altstadt ist auch schön, das Wetter bescheiden. Aber ich schaue jetzt mal, was ich machen kann. Und um in Einsiedeln zu starten, denke ich, ist das Kloster nie eine schlechte Sache. Heisst, ich würde da mal anfangen, ein bisschen fotografieren. Schauen, was ich sehe. Und dann nehme ich dich jetzt mit. Ich hoffe, du hast Freude und viel Spaß. Ich stelle jetzt da gleich mal noch auf dieser Kamera auf Foto um. Machen wir da geschwind unser Auto. So. Jetzt siehst du, A74. Super weit Winkel. Alright. Gerichten wir da schnell mit ein bisschen. Ah. Du siehst, es würde absolut Sinn machen, da weitwinklig zu fotografieren. Oh Mann, was tue ich mir da nur an? Das tun wir mal ein bisschen unterbelichten. Gehen wir da vielleicht noch ein bisschen mehr blenden. Da. Da gehen wir mal schnell. Ja, das sieht doch schon besser aus. Super weitwinklig. Gehen wir noch mal ein Drittel mehr runter. Sieht doch hervorragend aus. Alright. Gut, aber genug mit dieser Kamera.
Ich würde sagen, wir suchen uns mal. Etwas muss mit der A7. Nicht A7, A1. Etwas mit der Alpha 1. Spannend. Komm mal laufen, kein Problem. Nein, nein, alles gut. Danke vielmals. Ah, Quervermatte. Wir müssen uns noch ein bisschen anschauen. Vielleicht gleich aus dem Stehen. Ein bisschen oben runter. Das sieht auch hübsch aus hier. Schauen wir mal die Kronen an, wie sie gerade leuchten. Superschön. Superschön. Schauen wir mal, ob wir da etwas anbringen. Vom Licht absolut fantastisch, wie das Gold leuchtet. Ganz schnell. Leck, ist das ein Trick. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da die richtige Entscheidung getroffen habe heute. Mit dem 135 mm. Schau mal, da haben wir die zwei. Das ist aber schön. Oh ja, sehr schön. Aber fast immer noch ein bisschen zu knapp. Ja, herrlich. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Come on. Mit Fokus auf die Uhr. Ja, das ist noch. Ja, schau jetzt mal. Oh, und die Sonne kommt. Leck, kann ich ein Glück haben. Habt ihr das Glück? Dann ist das Video vielleicht auch noch etwas zum Anschauen, weil es das eine oder andere Resultat gibt. Jetzt probieren wir da gleich noch mal aufs Gesicht und schauen, was da passiert. Schauen mal, wie herrlich. Ah, schön. Was für tolle Lichtverhältnisse. Ich bin leicht am Unterbelichten, dass der Himmel auch noch drauf ist. Wenn ich das meiner Praktikantin in der Libia immer so schön sage, protect your highlights. Wenn der Himmel so ein bisschen flach ist, schaut immer, dass der Himmel ein bisschen Struktur hat. Was ich jetzt da nicht so sexy finde, ist, dass da ein Haufen Autos drauf hat. Je nachdem, dann lasse ich das mal quer vom Abmachen. Das sieht schon einiges besser aus. Da laufe ich noch ein paar Stegentritte runter, damit das Schild da schön im Himmel innen ist. Jetzt schauen wir das mal an. Da, ja, jetzt ist das schon besser. Jetzt haben wir die Autos können rausschneiden. Macht wirklich mehr Sinn. Das Schild da oben rechts. Was ist das, ein Hirsch? Können wir vielleicht mal auf den fokussieren. Gehen voll auf Blende 1.8. Aber das Licht, die Stimmung ist schön. Gefällt mir gut. Sehr gut. Jetzt, die Frage ist, wo gehen wir miteinander durch? Gehen wir da durch? So ein bisschen in die Richtung? Also das heisst, dann wie da durch? Oder haben wir miteinander wollen, da hinten laufen? Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher.
Einsiedeln hat übrigens eine Geschichte mit zwei Raben. Wie die genau funktioniert, muss ich noch mal nachschauen und würde euch das sonst noch via Voiceover jetzt da in den Film reintun, falls ihr es gerade herausfindet. Aber im Prinzip in Einsiedeln wird man immer wieder die beiden Raben sehen. Darum, wenn man zu Einsiedeln ist, vielleicht mal darauf achten, ob man die Raben sieht oder nicht. Also. Mal schauen, ob wir das herbringen. Oh, das ist schön, das gefällt mir. Was können wir da machen so? Das ist schon brutal nahe. Ich glaube, das ist aber auch noch gut. He? Quer. Always drei quer. Schauen, was können wir da noch machen? Ha. Anders war es besser gewesen. Über das Auto rein. Die ganze Reihe nehmen. Spannend. Der Winkel stimmt nicht ganz, aber hey. So what? Können wir das gleiche machen mit den Türen und dem Auto. Bin ich da hergegangen. Alright. Ja, da langt es vom Winkel her nicht. He? Nein, langt nicht. Aber im Prinzip eine schöne Perspektive da. Blende 1.8, immer noch voll offen. Shame on me. Tobias Riese würde jetzt sagen, blurry foreground guy. Aber hey, that's how I like it. Naja. Das heisst eben immer, die nicht wissen, wie man fotografiert, die fotografieren alles auf Offenblende. Was sagt das jetzt über mich? Da haben wir so eine Art wie. Ja, ich glaube, ich fange langsam an. Ich meine, der Turm ist jetzt zwar immer wieder im Vordergrund, gell? Aber im Prinzip, das, dass wir jetzt so viel Gemüse vorne dran haben, können wir da ein schönes Framing machen. Mal schauen, ob da etwas passiert, wenn ich ein bisschen näher dran herlaufe. Ah, nicht, hä? Das sieht ein bisschen zu abstrakt aus. Ich glaube, in die Richtung da haben wir auch nicht mehr viel. Vielleicht da auch. Je nachdem. Mal schauen, ob wir noch etwas finden. Da haben wir so einen schönen. Schöne Fensterläden. Ich glaube, Fensterläden ist so das, was ich hier fotografieren will. Ja, schnell. Alte Chalets, schöne Häuser, ziemlich cool. Und dann nehmen wir so den,
das Gemisch zwischen alt und neu. Aber da muss ich jetzt sagen, dass ich mir echt zu nahe gehen für das. Ich da nochmal ein Querformat. Ja, bin nicht so happy. Unseren Food Trail noch in Erinnerung haben. Ist das, was wir jetzt hier sehen, was ihr das auch seht, das da, ist ein Gebäude vom Galatrava, einem schönen Schweizer Architekt. Also, ob er schön ist, weiß ich nicht, aber er macht schöne Sachen. Und das ist eine Bibliothek, soweit ich das mitbekommen habe. Von dem her ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob man da jetzt mit einem 135mm etwas könnte schiessen. I don't know. Ein bisschen abstrakt vielleicht. Allenfalls so. Je nachdem, wie wäre es mit Querformat. Mit diesen drei Dots oder zwei Dots. Schauen wir mal schnell. Das sieht schon noch cool aus. Was man denn da hinten alles machen kann? Weiß ich noch nicht, aber wir gehen mal schauen. Stadt. Benutzung Bibliothek. Also es ist effektiv eine Bibliothek. Da rein. Wunderschön. Einfach nicht offen jetzt. Ich kann nicht reingehen. Öffnungszeiten. 6 Uhr. Am Ende bis Donnerstag von 2 bis 5 Uhr. Das heisst, ich muss da mal vorbei schauen. Jetzt haben wir aber da rein noch coole Sachen, die wir allenfalls fotografieren können. Da haben wir so einen Guy. Mal schauen, wie finde ich das? Ein bisschen unterbelichtet da. Wie nehmen wir den drauf? Reflexion. Nein, komm, wir schenken dem Füß. Alright. Viel Spezielles, aber immerhin. Das Foto gemacht. Da passiert noch oben. Da hat es ja noch so eine Art Ruine. Ich weiß nicht, ob ihr das da einer gesehen, so weitwinklig. Da oben hat es ein Steinhäuschen, das unterstützt wird noch mit modernen Gerätschaften, so Stützbalken drin, damit es nicht zusammengeht. Ja, von da oben haben wir doch noch einigermaßen schöne Sicht. Was können wir da machen? Ah. Ich finde jetzt da gerade noch keine Inspiration, da sind wir irgendwie wirklich zu weit weg. I don't know. I don't know. I don't know. Bin noch nicht so happy. Schon zwei, drei schöne Bilder gemacht, aber ja, das ist fast besser, wenn wir da den Schornstein noch nicht aufhören. Noch nicht ganz glücklich. Laufen wir mal weiter miteinander, oder? Was ich da jetzt noch cool finde, weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, da drauf. Das ist aber gefällt mir, wie die Schrift so schön tut leuchten. Wenn ihr schaut, hier hinten sprinzelt gerade die Sonne führen. Da hinten hinter dem Haus, aber hinter den Wolken. Jetzt leuchtet es auch durch eine Reflexion, leuchtet die Schrift gerade so. Finde ich recht cool, das gefällt mir. Kein spezielles Bild, aber gleich. Ziemlich nett. Omnia vincit amor. Müssen wir vielleicht mal googeln, was das bedeutet. Omnia vincit amor. Amor ist wahrscheinlich Liebe, oder? Omnia. Heitere Sterne ist sicher Latinisch. Ich habe keine Ahnung von Latinisch. Das ist jetzt mal schön da. Geht immer besser mit der Aussicht. Schön, oder? Schönster Blick. Ja, ich habe es gerade gesehen, gerade entdeckt. Ja. Ah, ist wirklich schön da.
Sicher? Schauen wir mal, was wir machen können. Kann ich mir vorstellen? Was können wir da noch machen? Not so bad. Vielleicht noch ein bisschen heller. Ja. Vielleicht gehen wir... Oh, jetzt kommen wir wirklich gerade zur Sonne her. Also von dem her. Glück muss man haben. Das kann eben Auto. Und das sind wir... Ah, leck, schau das mal an. Das ist jetzt der absolute Hammer. Zwischendurch. Einfach Glück haben. Einfach Glück haben. Das Licht. Ich wünschte, ich hätte 7200 dabei. Dann hätte ich da jetzt noch ein bisschen mehr framen. Aber, wie gesagt, nach dem kurzen Intermezzo gehen wir jetzt wieder runter, Richtung Altstadt. Suchen, ob wir da noch etwas finden. Da wird es aber auch immer schön verschachtelt. Schaut das mal an. Bringen wir da noch mehr drauf. Ich weiss, immer das gleiche Foto. Es tut mir leid. Aber... Das hier, 135 mm, Blenden 1.8. Komm, wir gehen da mal nach. Einfach, weil wir können auf 2.8. Schauen, wie das sich da auswirkt. Aber das ist ein Shot, den ich sehe. Schauen mal. Herrlich. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen Sonne. Vielleicht noch ein bisschen kitschiger Sonnenuntergang. Das wäre doch der absolute Hammer. Sensationell. Gut, hat sich schon gelohnt, daher zu kommen. Bin schon happy. Eigentlich könnten wir das Video jetzt abbrechen. Es ist noch schwierig zu beurteilen, was ihr an mir seht, was nicht. Wenn ich die Kamera irgendwie tief heben, hoch heben. Was ihr mitbekommt und was nicht. Jetzt müssen wir immer ein bisschen schauen. Jetzt haben wir hier den, den wir hinten waren. Sieht der Liana spannend aus. Probieren wir den mal rein zu mitten. Ja, das ist... Schaut mal. Im Ghetto von Einsiedeln. Übrigens, wenn ihr euch schon überlegt habt, ist das wirklich wahr, dass der Boris dort die Strasse von Einsiedeln zieht und so wie ein Wahnsinniger von sich herquasselt? Dann kann ich euch das bestätigen. Ja. Ich laufe hier durch die Straße von Einsiedeln und rede mit mir selber, respektive mit dir, du gerade das Video schaust. Fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Aber heute geht es mir relativ einfach, weil nicht so viele Leute da sind. Schau mal, Häuschen vor dem Häuschen hat es da. Seht ihr das? Ist noch lustig. Hallo Fokus. Jetzt ist es gegangen, hä? Das gefällt mir noch nicht. Da müssen wir noch irgendetwas zwischen drin nehmen. Wie wäre es da? Ja, schau jetzt. Sieht schon viel besser aus mit ein bisschen Gemüse vorne dran. Ich glaube nicht, da vorne hat es eben so herzige Blümchen. Ich glaube, die sind aus Plastik, aber das, was jetzt so ein bisschen das Gemüse vorne dran ausmacht. So, haben wir dem genug Aufmerksamkeit geschenkt. Ich probiere euch das da mal zu zeigen. Seht ihr da, das sind so wie Plastikblümchen da. Das sieht irgendwie noch lustig aus. Und da, vielleicht finden wir ein anderes Framing. Ja, da schauen wir mal. Das ist noch hübsch. Schon spät, he? Aber auch da Ghetto-Ecke. Also, wenn man will, das ist noch lustig. Wenn man will, kann man also Einsiedeln auch hässlich fotografieren. He? Es hat also auch so ein bisschen Ghetto-Corners. Ah, schau, jetzt kommt noch ein Auto, ist aber noch cool. Ja, super. Oh, da hat es noch einen Job. Mal schauen, ob ich den euch zeigen kann. Kann ich natürlich auch tun. Sehen wir das da? Oh, das könnt ihr wahrscheinlich gerade nicht mehr, aber wenn ich da ein bisschen Bock mache, hä? Ja, so, so. Sweet. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich von diesen Krähen noch mal ein bisschen etwas gesehen habe, was ich euch erzählt habe, was eben auch in Einsiedeln relativ gross ist. Und da schauen wir jetzt mal, ob ich euch das da zeigen kann. In Einsiedeln gibt es eben auch eine relativ grosse Fasnachtskultur. Einsiedeln ist bekannt für seine Fasnacht. Und dann gibt es da so Gestalten. Gefürchige Gestalten. Uff. Gefällt mir also gar nicht. Jetzt haben wir da noch mal einen.
leck, das sind also hässliche Dinge. Aber eben, auch da gibt es sicher noch mehr Informationen, die man nachschauen könnte. Jetzt schauen wir euch mal das schöne Ding an. Mit dem Licht, mit dem Schatten, wie es gerade reinfällt. Ja, bringt nicht so viel. Oben durch, ich denke, unten ist fast spannender. Schauen wir mal. Und jetzt, wenn ich da noch ein bisschen Winkel wechsle, bringe ich da vielleicht auch noch den Hydrant drauf, den sie auch noch schön angemalt haben. Lichtschattenhydrant. Ein bisschen unterbelichten. Ja, einsiedeln. Du bist sehr, sehr, sehr vielseitig. Gefällt mir? Oh, da haben wir ein Frame. Jetzt müssen wir mal schauen. Da vorne hat es die Straße. Da können wir jetzt mit dem Auto schauen. Jetzt mal schauen, ob ich das schaffe. Da. Oh, okay, jetzt kommen jetzt gerade. Menschen, die durchlaufen. Und da ist wirklich so eine Art, schaut das mal an, so wie ein Tunnel, der da runterführt. Und zwischendurch hat man da Leute, die durchlaufen. Muss man aber schnell sein. He? Sind wir ein bisschen geduldig. Nehmen wir da noch ein bisschen auf die Seite, damit da hinten, haben das vielleicht gesehen, jetzt also ein paar Schilder jetzt einfach mit ein bisschen Bewegung kann ich übergehen und fotografieren. Jetzt gehen wir da wieder auf Blende. Eine Sache, damit ich mehr Tiefen und Schärfe habe. Probiere ich vielleicht noch ein bisschen näher zu gehen. Geben wir noch eine Sekunde, vielleicht kommt noch mal etwas. So, ich glaube, das wäre es gewesen mit dem Bild. Spannend. Spannend, spannend. Sehr modern da schon. Zurückschauen einmal. Ein Blick zurück lohnt sich auch immer. Ich glaube, ich muss dann schon nochmal zu dem Hügel schauen. Weil, wenn die Sonne jetzt tatsächlich früher kommt, dann könnte das tatsächlich noch etwas werden. Genau hinschaut, auf den Bildern, die ich jetzt gerade einblende, sehen wir wieder die beiden Raben. Ich glaube, es ist eben eine ziemlich brutale Geschichte mit diesen beiden Raben. Jetzt kannst du schauen, bringe ich das da her, dass es da so ein bisschen... Ja, gehen wir mal schauen. Ja. Da sieht man sie wieder, auf dem Wappen oben. Auf dem Foodtrail, den ich mit Rayana gemacht habe, haben wir hier auch, also in dem Laden hier, zum goldenen Apfel, haben wir einen Halt gemacht. Es gibt mega gute Spezialitäten hier. Also machen wir da mal geschwind etwas, da könnt ihr das vielleicht lesen. Einsiedler Spezialitäten. Einerseits Alkohol, Wein, andererseits Schafböck. Das tönt ein bisschen grusiger, als dass es tatsächlich ist. Aber der Laden ist effektiv mega schön. Das man hier sieht, ihr seht das hier. Oder? Schön gemacht, die tolle Produkte. Pricey, aber passt schon. Soll ich da noch ein Selbstporträt machen? Nicht da einmal fotografieren. Da haben wir noch. Mal schauen, ob wir ihn verwitscht. Haben wir schnell. Ja, jetzt haben wir ihn. Ne? Ein bisschen unterbelichtet. Thank you.
Übrigens, einen Food Trail zu machen hier in Einsiedeln lohnt sich absolut. Foodtrail.ch. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich Spass macht. Es braucht etwa 4-4,5 Stunden. Kommt immer etwas zu essen und zu trinken über und erfahrt gleichzeitig auch noch etwas über die Altstadt. Es ist 16.23 Uhr. Geht noch ein bisschen bis Sonnenuntergang. Aber wenn ich jetzt noch mal mit dem Hügel drauf laufe, wäre doch das allenfalls noch etwas. Schauen wir mal. Fotografieren. Sehr viel dunkel. Vielleicht finden wir noch ein paar schöne Menschen. Situationen mit Menschen. Wäre natürlich etwas. Vielleicht hören wir Killerglocken im Hintergrund. Dann haben wir ja am Anfang keine schlechten Bilder können machen. Und vielleicht, je nachdem, wechseln wir noch auf 35 mm. Keine Ahnung, ob ich mich noch verstehe oder nicht, aber... Wäre doch noch ein Versuch, oder? Laufen wir noch mal durch das Altstädtchen. Sehr schön! Neben dem Kloster haben wir einen Durchgang zum Klosterinnenhof. Dort hat es ab und zu ein paar Rösse. Jetzt mal schauen, von oben sehen wir hier die Bögen. Sehen auch noch schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt. Aber da vorne die Bögen hier, von oben runter, wo ich vorhin die ersten Bilder gemacht habe. Schön abstrakt. Jetzt können wir hier noch ein bisschen mit der Tiefenschärfe spielen. Ha! Wow, hätte jetzt nicht gedacht. Mal etwas Abstraktes noch. Da haben wir die Bögen da.
bisschen tiefer gehen. Eine ganz spannende Frau mit super Frisur. Ich traue mich irgendwie nicht, sie anzusprechen. Ich weiss nicht, ob sie willig wäre, zum Spotteren machen. Ich glaube, ich habe meine Visitenkarte dabei. Von dem her. English. Yes. Okay. May I take a portrait of you? Because you have very nice hair. You're a very impressive person. May I take a portrait of you? You can see, and if you don't like it, I will delete it. Okay. Is that fine for you? Okay. Well, what do you? I'm actually now doing a video with this GoPro camera. Oh, okay. And I'm touring around Einsiedeln. Oh, okay. And I'm doing like a point of view photo tour through Einsiedeln, which then I will put and on. And I will see that when. On YouTube. But I will I will give you my card if you want to, and then you can write me a mail and I can send you the picture, the final picture, okay. And you can see the video if you want to. Okay, is that fine for you? Yes. All right. Let me see. That's not a nice backdrop because of that. Let me see. Over there. Like, yes, like that. Can you turn a little bit to the side? Yes, like that. No, that's fine. Just smile a little bit. That's very beautiful. Very beautiful. A little bit more smiling. I like it. It's nice, beautiful. Yeah, it's there. What we can do, if I go a little bit further away, if you walk towards me, just like a top model, you know? Oh, sorry. Smiling? Yes, like that. Perfect. Yeah, I give you my card now. That looks very beautiful. You see? Yeah. Look at that. Let me give you my card. Okay. Where are you from, actually? In Bern. Bern? In Lis, yes. Okay, Lis. Oh, that's far away. Yeah. And where are you from? I am from Rapperswil. Rapperswil. It's very close by. Rapperswil is close to this. Yeah, it's like 30 minutes from here with the car. Yeah. You can choose a color. I like this. It's very nice, right? Right. Do you find all my information? Okay. Wieder mal gelernt. Einfach mutig gsi. Sehr sympathische Begegnung gsi. Man muss einfach nur fragen. Let me see. Machen wir nochmal eins von der Entfernung. Alright. Ja, bis jetzt gar nicht so schlecht. He? Ich bin eigentlich ziemlich happy. Jetzt müssen wir mal schauen. Die Sonne ist wieder weg, wie ihr sehen könnt. Vielleicht kommt sie nochmal. I don't know. Da hinten hat es noch das Klosterladen. Hoffmat. Vielleicht schon zunächst da. Gar nicht so schlecht, aber wie immer. Die Beschriftungstafel, also die Tafel, die ist recht hässlich. Auch da hat uns übrigens der Futterrail angefühlt. Aber mehr Spoiler tun wir jetzt nicht mehr. Super spannend, machen wir da noch ein bisschen mehr. Wow, okay.
ganz kalt noch wird. Ja, schon, wir sind dann quer drauf. Beide. Wenn wir da oben fokussieren, so ein bisschen. Ah. Oh, alright. Immer ausprobieren. Ausprobieren gilt's. Schon wieder der Turm. Ich glaube, jetzt haben wir ihn nicht mehr gesehen. Wenn wir noch ein bisschen mehr in der Mitte wieder laufen, könnten wir da. Ja, ja, ja. Ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp laufen. Ja, ich glaube, das wäre es da. Viel weiter hinter gar nicht mehr. Es hat zwar da oben noch so eine Big Fluffy Kuh. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, ob das der St. Martin war. Ich mache da ein schönes Foto für euch. Ja, können wir da nochmal blenden, 2.8, damit der wirklich scharf ist. So. Oder wer auch immer das war, St. Peter, St. Martin, auch ein ganz wichtiger für Einsiedler. Wenn einem das Zeug nur ein bisschen mehr bleiben, wenn man es lernt. Noch ein bisschen mehr in der Mitte. Ja. Da hat es noch mal jemand, der eine Kamera mit sich schleppt. Können wir noch mal in diesen Bögen schauen? Vielleicht gibt es da noch mal etwas. Da haben wir noch mal so. Aber jetzt fehlt natürlich das Licht. Seht ihr das? Jetzt fehlt das Licht. Eigentlich noch schön, aber da fehlt das Licht. Konzentrieren wir uns noch ein bisschen auf die Menschen. Also noch ein Souvenir wettet, das Einsiedeln. Kommen wir da nicht zu kurz. Also echt nicht zu kurz. Es hat einen Haufen Souvenirs, die wir noch nicht kaufen. Sinnhaftiges und Sinnloses. Spannend. Kerzen, ein Kloster, Käppchen, Dächlikäpple. Oh, crazy. Ja, der Laden. Holy moly. Bringen wir das her. Da machen wir doch noch geschwind Ihnen gefallen. Schauen wir mal geschwind. So halbe, more or less, if you just say, I will take a picture of you, I will give you my card. Okay. All right, but it's not with this one, because I'm very close. It's just like a family portrait, you know? Let me see. Probieren wir schnell, so. Try to look happy. Yes, very good. Let me see. All right. Nice. I will give you my card. Sure. Where are you? In here in Zurich or? I'm in Rapperswil. Rapperswil, yes. Gut, also ich glaube, ich beende das Ganze jetzt für da mal. Es hat sehr viel Spass gemacht, hier durchlaufen. Es war eine riesige Challenge gewesen, mit dem 135mm da Bilder zu machen. Aber, und das muss ich euch jetzt sagen, es ist
sehr cool gewesen, dass ich mich getraut habe, auf die einzelnen Leute zuzugehen. Hat die ganze Experience noch mal recht viel schöner gemacht und dementsprechend ja, sicher 2-3 gute Bilder gegeben. Ich bin gespannt auf all die Turmbilder und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ah, und falls das Licht noch mal kommt und ich noch da bin, dann machen wir noch mal ein paar Bilder. Alright, jetzt bis bald. Tschüss.